10 eine neue Folge des Autoflat Videopodcasts. Mit interessanten und spannenden Themen rund um das Auto-Service-Flat-System von Autoflat. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserem Interview von Autoflat, der coolsten Full-Service-Flat Europas. Heute geht es um das Thema, das uns alle beschäftigt in der Branche. Es geht darum, dass die europäischen Hersteller und Importeure das Fabrikatshändlersystem umswitchen in ein Agentursystem. Da gibt es große Herausforderungen für die Hersteller und Importeure. Die haben das sicherlich unterschätzt. Die merken jetzt, wie herausfordernd dieser Switch ist. Aber der Zug ist abgefahren. Es ist eigentlich klar, alle wollen dieses Agentursystem. Und was bedeutet das jetzt für unsere Zielgruppe von Autoflat? Unsere Zielgruppe sind Autohausunternehmer und Kfz-Betriebe in der Automobilwirtschaft, also die Unternehmer. Und was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Wie können wir uns das vorstellen? Was kommt auf uns zu? Was ist jetzt wichtig? Und da habe ich mit im Interview auch unseren Bernd, der zu unserer Projektgruppe gehört. Wir sind in dieser Projektgruppe 4 Unternehmen. Und wir haben dieses Start-up im Frühjahr 2022 begonnen und sind jetzt damit marktreif. Und jetzt geht es uns eben darum, was beschäftigt unsere Zielgruppe. Also, der Switch vom Fabrikatshändler zum Agenten. Zunächst muss man wissen, beim Agentursystem handelt der Agent, also das Autohaus, der Kfz-Betrieb, im Namen und auf Rechnung des Herstellers oder Importeurs. Das bedeutet also, er hat die Vertragshoheit verloren. Vertragshoheit im Neuwagenbereich, die Vertragshoheit im Geschäftswagenbereich, im Jungwagenbereich. Aber wenn wir uns besinnen und mal überlegen, wie setzt sich denn der Automobilmarkt in Deutschland zusammen? Wir haben in Deutschland von den 100% Fahrzeugen, die im Übrigen ein Durchschnittsalter haben, mittlerweile von knapp 10 Jahren, also 9,8 Jahre. Machen wir uns bewusst, das Durchschnittsalter der Pkw und Kombi in Deutschland ist fast 10 Jahre. Und wir reden jetzt über Segment 1, das heißt 0 bis 4 Jahre. In diesem Zeitfenster in der Regel spielen sich Leasing und Finanzierungen und Ballonfinanzierungen in der Regel ab. Also wir reden damit über 25% des Marktes. Und diese 25% des Marktes, die wird in Zukunft über die Neuwagenautorität der Hersteller oder Importeur dominieren. Jetzt geht es darum, wie gehen wir als Händler damit um? Und wir sagen, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Grundsätzlich einmal muss man das richtig bewerten. Wir reden über 25% Markt. Wir haben aber 100% Markt. Also die Fahrzeuge über 4 Jahre alt. Dort reißt in der Regel die Beziehung zum Fabrikatshändler ab. Und jetzt raten wir Folgendes. Aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Studien, die wir gemacht haben, raten wir Folgendes. Wenn ein Kunde ins Autohaus kommt und möchte einen Neuwagen, dass man ihm den Neuwagen ganz klar als Agent eines Herstellers oder Importeurs im Namen und Auftrag dieses Herstellers oder Importeurs verkauft, verliest, finanziert. Aber den Service, und das ist jetzt die große Chance, dass wir sagen, okay, wir splitten das ganze Geschäft, die Finanzierung und Leasing läuft über den Hersteller oder Importeur und seine Bank, aber der Service, der läuft über meine eigene Service-Flat, über das eigene System. Und dafür haben wir Autoflat, dieses Full-Service-Flat-System für die Händler, entwickelt. Also splitten. Wenn einer einen Neuwagen kauft oder einen Jungwagen oder einen Firmenwagen, dann eben klar als Agent im Namen Auftrag für den Hersteller, aber den Service für uns selber. Und insbesondere natürlich alle Fahrzeuge, die älter 4 oder 5 Jahre alt sind, dass wir die natürlich in jedem Fall mit einer eigenen Werkstattflat, mit einer eigenen Full-Service-Flat bedienen. Das wäre ja der Wahnsinn, wenn wir freiwillig noch
die Vertragshoheit im Service auch noch aus der Hand geben, indem wir dann nicht nur einen externen Leistungsgeber haben für das neue Fahrzeug und für die Finanzierung und Leasing, sondern extern auch noch die Serviceflat vergeben. Das wäre verrückt. Also nichts, wir machen die Serviceflat selber. Wir liefern dem Kunden eine überschaubare Monatsrate, die wir mit unserem Kalkulator entsprechend kalkulieren und dann dem Kunden unsere eigene Serviceflat mitgeben, sodass er zu uns in die Werkstatt kommt und nicht woanders hin. Jetzt möchte ich aber in dem Zusammenhang den Bernd fragen. Bernd, du hast ja über 7 Jahre, 8 Jahre jetzt schon Erfahrung im markenübergreifenden Full-Service-Flat-System. Was sind denn neben den Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, welche Vorteile und Nachteile ergeben sich denn, wenn wir dem Kunden eine externe Serviceflat geben oder die eigene Serviceflat? Wo ist der Unterschied und worauf sollten unsere Autohäuser und Kfz-Betriebe achten? Bitte schön, Bernd. Tja, wir haben heute in der Branche, wie schon eben gesagt, einen großen Umschnitt, eine riesige Veränderung, die natürlich auch den Service betrifft. Und der Service hat ja schon immer das Problem gehabt, dass wir unsere Kunden, wenn die den Neuwagen gekauft haben und nach 4 Jahren im Prinzip gehen sie in die freien Werkstätten, was ja auch in Ordnung ist, aber wir verlieren sie schon nach 4 Jahren. Was wir heute schaffen müssen, ist eine Kundenbindung zu schaffen, wenn uns noch der Vertrag, die Vertragshoheit weggenommen wird, müssen wir eine Kundenbindung schaffen. Denn diese Kundenbindung können wir natürlich sehr leicht hinkriegen, indem wir einen eigenen Vertrag mit dem Kunden machen, indem wir ihm eine eigene Serviceflat anbieten, wo wir im Prinzip die Vertragshoheit beherrschen und wo wir ja die Preise letztendlich machen, damit wir unseren Kunden noch immer bei uns behalten. Wir müssen den über einen längeren Zeit an uns gewinnen, damit wir auch da eine hohe Bindung schaffen. Weil jeder Kunde, den wir selbst gewonnen haben und für uns behalten, der ist auch ein echter Kunde des Autohauses und da hat der Hersteller auch keinen Zugriff mehr später drauf. Und das ist eigentlich das Problem, was wir mit unserer Flat und in der Entwicklung auch beseitigen wollen. Wir wollen die Bindung an den Hersteller unterbrechen, indem wir sagen, pass auf, das Auto XY hat das Auto verkauft als Neuwagen und in den ersten 4 Jahren machen wir eine eigene Flat, indem wir unser Auto-Service-Flat-System benutzen. Und das hört aber damit nicht auf. Wir können das nach den 4 Jahren erweitern, verlängern, solange wie wir wollen, bis 10, 12 Jahre, solange der Kunde das möchte, können wir seine Service-Flat verlängern. Weil wir haben ja gehört, Reinhold hat ja gerade gesagt, die Autos werden 10 Jahre und älter mittlerweile im Markt und gehalten von den Kunden. Und daher müssen wir da Bindungsprozesse schaffen, die tatsächlich uns und dem Autohaus helfen und dem Kunden helfen. Wenn beide zusammenarbeiten, dann haben wir am Ende eine gute Kundenbindung und damit auch eine vernünftige, langfristige Bindung zu unserem Kunden und damit er auch in der Zukunft dann zu uns kommt und nicht, wenn der Hersteller sagt, okay, wir kündigen jetzt dem Händler, dann geht die Adresse an den nächsten Händler und an den nächsten, heute ja nicht mehr Händler, wir müssen das ja umbenennen, an den nächsten Agenten. Eigentlich muss man sehen, schon ziemlich katastrophal für uns im Auto, im Autowerkstatt, weil wir verlieren dann gleichzeitig auch einen Kunden, wenn denen irgendwas in den Sinn kommt. Das Gleiche passiert aber auch bei einer Versicherung, die man abschließt. Wenn man eine Autoflat, die gibt es auch im freien Markt zu kaufen, an eine Versicherung weitergibt. Auch da verliere ich die Vertragshoheit und was entscheidend ist, ich verliere die Bestimmung der Teilemarge, ich verliere die Bestimmung der Verrechnungssätze. Ich verliere eigentlich alles aus den Händen, was mir wichtig ist. Ich muss ja bestimmen, was die Rechnung, wie hoch die Flat berechnet werden muss. Ich muss ja bestimmen, wie teuer meine Teile sein dürfen, weil ich muss ja für mein Autohaus entsprechend auch den entsprechenden Umsatz generieren, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann und genügend Ertrag erwirtschaften kann. Und wenn man das komplett zusammenfasst, gibt es eigentlich nur eine Lösung, man muss es selber in die Hand nehmen. Und da haben wir uns, wie gesagt, mit 4 Mann zusammengesetzt und lange ausgetüftelt und lange überlegt und auch mit viel Erfahrung, ich bringe da 7 bis 8 Jahre Flat-Erfahrung mit, zusammengesetzt, die Dinge dann für uns und für die Händler
tatsächlich ihn ordentlich darzustellen und denen auch entsprechend ein Angebot zu machen, damit sie ihre Kunden behalten. Und das ist das Wichtigste. Ja, Bernd, vielen Dank. Das war jetzt sehr anschaulich. Klar, die Parameter, die Verrechnungsparameter, Stundenverrechnungssätze, Teilemarge etc., wenn man die selber bestimmen kann, selber kalkulieren kann, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn man dann vorgegebene Sätze dann einreichen muss, um die Rechnung bezahlt zu bekommen. Ja, aus diesem Grunde haben wir Autoflat, diese Full-Service-Flat, die einzige händlereigene Service-Flat, Full-Service-Flat in ganz Deutschland und Europa entwickelt, damit die Zielgruppe, unsere Zielgruppe, die Autohäuser und Kfz-Betriebe, ein Werkzeug in der Hand haben, um selber eine Full-Service-Flat dem Kunden im Autohaus bieten zu können und damit die Kunden für sich zu loyalisieren, die Vertragshoheit über dieses wichtige Geschäft, den After-Sales, nicht auch noch abzugeben, zu verlieren. Also da möchten wir in jedem Fall unsere Hilfe anbieten und wir bieten individuelle Termine an, die man auf unserer Webseite vereinbaren kann, dass wir jedem, der die Chance der Vertragshoheit im After-Sales für sich erkennt, dass wir jedem dieses System gerne vorstellen und erklären, wie es funktioniert, unseren Kalkulator auch vorstellen und vorführen, wie dieser funktioniert, dass wir quasi jede Flat ist eine individuelle Flat, ist ein Unikat, die für diesen Kunden, für dieses Fahrzeug eben entsprechend kalkuliert wird. Und so haben wir auch die Erfahrung, wie der Bernd schon gesagt hat, dass im Pool in jedem Fall vernünftige Wertschöpfung passiert, sodass das Autohaus zukunftsfähig ist, in die Zukunft investieren kann. Ja, jetzt bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf den persönlichen Termin mit dir. Bis auf bald, dein Autoflat-Team. Servus. Ciao. Das war eine weitere Episode unseres Autoflat-Videopodcasts rund um das Autoservice-Flat-System von Autoflat.